halten sich alle an die Regeln? 3G-Kontrolle in der Frankfurter U-Bahn. Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe lassen sich Impf-, Genesenen- und Testnachweise zeigen. Auch die Maskenpflicht wird kontrolliert. Thomas Wisgott ist Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Verkehrsgesellschaft Frankfurt VGF und erklärt, was Verstöße kosten können. Man muss sich an die Regeln halten und man muss gewahr sein, wenn man sich nicht an die Regel hält, wird eine Ordnungswidrigkeit von 100 Euro erhoben. Wenn man keine Maske trägt, von 50 Euro und wenn man keinen Fahrschein hat, von 60 Euro. Und das sind die Regeln, die müssen eingehalten werden. Und meine Erfahrung seit Jahren innerhalb der Verkehrsgesellschaft ist, unsere Fahrgäste wollen, dass wir kontrollieren, weil die allergrößte Anzahl der Fahrgästen hält sich an die Regeln, hat einen Fahrschein, trägt eine Maske und hat ein 3G-Zertifikat. Auch die Polizei war am Dienstag dabei, und zwar aus diesem Grund. Ja, weil eine Ordnungswidrigkeit nur von der Polizei festgesetzt werden kann und wir nur erhöhte Beförderungsentgelte erheben dürfen. Wir sind nicht berechtigt dazu, die Rechtslage gibt das nicht vor. Deswegen muss bei der Erhebung einer Ordnungswidrigkeit immer das von einem Polizeibeamten oder einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes, sprich Stadtpolizei oder Landespolizei oder Bundespolizei, durchgeführt werden. Also ich muss erst sagen, ja, es gab eine sehr positive Resonanz von den Fahrgästen. Viele der Fahrgäste hier, ja, die waren echt froh, dass wir, Prüfdienst und die Polizei halt die 3G-Kontrollen durchführen. Es gab sozusagen bei den Fahrgästen einen Wow-Effekt. Endlich wird da mal was gemacht. Nachgefragt bei den Fahrgästen. Ja, finde ich sehr gut. Vor allen Dingen jetzt hier wird es mal grundsätzlich getestet, aber es ist unglaublich schwierig für die Kontrolleure in der Bahn, das zu testen. Finde ich völlig in Ordnung. Solange es dazu dient, dass man die Sicherheit und die Gesundheit der Öffentlichkeit schützt, finde ich das völlig in Ordnung. Ich denke allerdings, man sollte vielleicht durchgreifend eine Impfpflicht einfach einführen, damit solche Maßnahmen langfristig nicht mehr notwendig sind. Sehr gut. Ich habe vorhin noch mir drüber Gedanken gemacht, dass ich noch überhaupt nicht kontrolliert wurde. Und prompt, jetzt habe ich einen Termin und habe es eilig und werde kontrolliert. Seit dem 24. November müssen die Nutzer von Bussen und Bahnen, auch in Frankfurt, entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Von dieser Regelung sind nur Kinder unter 6 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler ausgenommen.